Hallo, willkommen bei Womo Live. Heute mit einem kleinen Ausflugstipp. Die Arbeiten an unserem Wohnmobil nahmen irgendwie gar kein Ende und wir mussten da einfach mal raus. Unser Ziel? Plau am See. Eine wunderschöne Kleinstadt direkt an der Mecklenburger Seenplatte. Der ideale Startort für Rad- und Wasserwanderung. Etwa 15 Radminuten entfernt befindet sich der Campingplatz Zuruf. Den Campingplatz verlinken wir unten in der Infobox. Der Weg zum Campingplatz führt über eine alte Allee. Die alte Allee führt auch quer über den Campingplatz. Die Wege selber sind geschottert. Links und rechts von den Wegen sind einzelne Stellplätze abgeteilt. Die Plätze sind ausreichend groß für ein Wohnmobil und verfügen alle über Strom. Und überall auf dem Gelände sind Wasserentnahmestellen. Auf dem Campingplatz selbst befindet sich auch ein Imbiss und mehrere Sozialgebäude. Hier kann man sehen, wie viel Sonnenenergie genutzt wurde. Und hier ein Außenwaschbecken für Grillzubehör. Die Sozialgebäude innen sind sehr sauber. Es wird zweimal am Tag gereinigt. Es gibt Toiletten, Duschen, Küchen, einen Gefrierschrank, auch eine Kochmöglichkeit, leider nur zwei Platten. Die Duschen selber sind sehr geräumig, sehr modern, sehr sauber. Der Wasserverbrauch wurde sekundengenau abgerechnet. Chemietoiletten konnten auf dem Campingplatz entleert werden und Grauwasser und Trinkwasser Neuaufnahme war direkt an der Ausfahrt. Vom Strand gab es extra noch eine Sommertoilette. Die Sommertoiletten waren sehr sauber und für Damen und Herren getrennt. Der Vorteil, man muss nicht so weit laufen. Und in den Sozialgebäuden wird nicht so viel Stranddreck reingetragen. Für kleinere Kinder gab es eine tägliche Animation und am Strand ein Kinderspielplatz. Aber für uns war wichtig Erholung. Musik.